Hi zusammen, Farbstoff hier. Ja, willkommen zu einem neuen Video und zwar reden wir heute über ein Balance Patch. Warum dieses schnuttige Gesicht. Ja. Achtung! Das ist der Balance Patch. Wow, ich bin sowas von hin und weg. Ich habe gedacht, Mensch, ich faul, sie haben es geschafft, drei Änderungen zu machen. Wo ich sage, ja. So, also, ja. Ja. Wenn man sich da oben den Text durchliest, die Waage des kosmischen Gleichgewichts verschiebt sich einmal mehr und die Stärke von bestimmten Champions sollte in strikter Übereinstimmung mit ihren Anforderungen stehen. Rotos, Lord Valgall und Bloodgorge werden morgen Änderungen in den Fertigkeiten erhalten. Die Details dazu findet ihr weiter unten. Ja, dann haben wir die Rotos hier. Und zwar ist jetzt so, er kann, seht ihr hier die ganz normalen Skills, da steht hier extra, was neu ist. Verringert die maximale LP von Bossen um 30% von dem Schaden, den er ausgeteilt hat. Ja, wenn wir uns den Rotos mal aktuell angucken, wir gehen mal kurz auf Rotos drauf. So, Rotos. Ich mache euch das mal hier gerade frei, dass ihr das seht. Also haben wir hier Rotos. So, Rotos in A2, das ist die Vitalität rauben, kann die maximale LP eines Champions in einem Kampf nicht mehr als 60% verringern. Das bleibt gleich. Ja, das ist dasselbe. Dann kann die maximalen LP dieses Champions nicht mehr als um 60.000 steigern. Auch das bleibt gleich. Und dann kommt ja hier, verringert nicht die maximalen LP von Bossen. Und das wird geändert. Jetzt kann er die Lebenspunkteanzahl verringern. Und zwar um den zugefügten Schaden. Anstatt dessen, wie es bisher war. Und die maximale Lebenspunkte kann um 15.000 erhöht werden, wenn diese Fähigkeit gegen Bosse eingesetzt wird. Also, das heißt, im Endeffekt ist es ein kleiner Buff gegen Bosse. Jetzt frage ich mich, warum das jetzt kommt, nach so langer Zeit. Das weiß ich jetzt noch nicht ganz, was das soll. Aber ja, lass das mal so stehen. Ist jetzt. Ja. Ja. So. Dann kommen wir zum Champ, den man eigentlich bis auf die Fraktionskriege eigentlich nie spielt. Und zwar ist das Lord Valgall. Sehr geile Base LP, gute Defense, Speed ist gut, Widerstand ist gut. An sich der Champ eigentlich ganz witzig, könnte ganz witzig sein, wenn das Kit ein bisschen besser wäre. Aber hier wird was geändert. Und zwar, umklammern, glaube ich, wird geändert auf 4 Runden CD. Das heißt, er hat dann auf 3 Runden CD einen Angriffsverringerer 100%. Ist das jetzt gut? Naja. Jein, für ein Leggy finde ich das Kit in dem einen Skill ein bisschen schwach. Also, es ist gut, aber jetzt nicht die Welt, was sich da ändert. Und dann haben wir noch das Schädelreißen, müsste das sein. Oder ich muss mal gucken. Fieser Gegner kann auch das sein, die Passive, ne? Genau, das ist das hier, sorry. Also, hier lautet ja aktuell: verringert die maximale Lebenspunktanzahl des Angreifers beim Angriff um 5%. Kann die maximalen Lebenspunkte eines einzelnen Gegners nicht mehr als um 50% verringern und tritt einmal pro feindlichen Angriff auf. Und jetzt kommt's, wirkt nicht gegen Endbosse. Das wird geändert in verringert die maximalen LP von Bossen um 2,5% anstatt dem Nichtmöglichkeit. Das heißt, er kann also gegen Bossen oder wenn Bossen ihn angreifen, definitiv die Lebenspunkte oder die Max LP reduzieren. Natürlich witzig, weil dann müsste man jetzt mal prüfen, ob dann der Boss im Doom Tower sich selber das Schild kaputt macht. Vermutlich. Wir werden es testen. So. Und da, also ist echt schon mal eine krasse Änderung, Leute. Kommt seit meine, ich bin so hin und weg. Mich flecht der Patch. Nicht. So, dann kommen wir zum Blutfresser, also Bloodgorge. Ist ja auch geil. Steht hier Blutfresser und hier steht Bloodgorge. Okay. Gut. Dieser Champ ist sehr alt. Man sieht es an den Texturen, sie sind sehr matschig. Er bekommt eine unglaubliche Änderung. Sein Base Speed von 90 auf 98 erhöht. Jo, das war's. Er hat einen ignoriert Defense Hit auf der A3 mit 4 Runden CD. Der kann relativ gut Schaden machen, ist aber Single Target. Der ist für mich einfach nicht. Nee, ist kein guter Leggy. Nicht nach den ganzen Sachen, die jetzt reingekommen sind. Ja, und dann sagen sie natürlich, noch ganz unten drin steht, dass einige Änderungen, die im Zeitplan der kommenden Veröffentlichung drin sind, sind möglich. Das heißt, wir wissen nicht, was alles in dem Patch drin ist.
Ob das jetzt gut ist oder nicht, wage ich mal zu bezweifeln. Wir bekommen einen Testserverzugang. Das heißt, wir werden morgen vermutlich den Zugang kriegen und können dann wieder für euch live auch im Stream ein bisschen was testen. Vor allem den neuen Fusion-Champ. Der wird vermutlich nicht gut sein, aber wir werden sehen. So. Und dann, wenn man jetzt zum Beispiel auf seinem Handy hier rauf geht, dann wird man hier schon etwas sehen. Und zwar gibt es hier schon viele, viele Bilder, die ein bisschen verlauten lassen, dass da scheinbar noch ein bisschen was auf uns zukommt in nächster Zeit, dieses Jahr, wann auch immer. Und ich würde euch das Bild natürlich, werde ich euch nicht vorenthalten. Ich zeige euch das Bild. Moment, da sieht man es. Da seht ihr rechts das ist schon verschlossen. Das könnte der Boss sein hier, der so mit den Zähnen und so. Auf jeden Fall, entweder ist das bloß ein Teaser, um uns anzuheizen, oder tatsächlich kommt vielleicht dieses Jahr da noch etwas. Wir werden es definitiv wahrscheinlich im nächsten Video sehen, wo wir drüber sprechen, what's coming up next in Raid, also sprich das nächste Quartal vorgestellt wird. So, das sollte es erstmal dazu gewesen sein zu dem Video. Ob Rotos jetzt zum Beispiel beim Skarabäenkönig im Doomtower ist jetzt einziges, wo mir einfällt, wo man den sinnvoll benutzen könnte. Wenn man jetzt hier gegen den Skarabäenkönig kämpft, der ist ja gegen Max-LP-Hits gut oder gegen, ja, also was Max-LP verringert, weil er dadurch sein Schild verliert. Das heißt, wenn man da natürlich mit Rotos jetzt das machen kann oder mit Lord Vagal seiner Passiven, muss man mal schauen, ob das wirklich sinnvoll ist. Wir werden es testen und dann werden wir es sehen. So, ich starte mal in der Zeit kurz den Run und dann geht es noch weiter mit etwas. Also, kommen wir zum anderen Thema. Und zwar, wenn jetzt alles gut läuft, kommt der Montag der Patch. So. Am Freitag starte ich einen kleinen Special-Stream, wo wir die Geburt meines Kindes feiern. Es ist ein kleiner, süßer Fratz geworden. Herrlich. Daten dazu dann im Stream. Und wir haben natürlich das Wochenende dann Zeit. So, und das heißt, in den Streams geht es hauptsächlich darum, ein bisschen Artefaktschule zu machen, ein bisschen im Detail, also auch sehr ausgiebig. Wir haben am Montag schon angefangen. Nennt mal 2G-Plus-Woche. Und wir haben dort natürlich dann auch Zeit, auf dem Testserver alles zu testen. Das heißt, dieses Wochenende in den Streams werden wir ausgiebig die neuen Champions testen, inklusive die neuen Fusion-Champ, um dann ein bisschen mit Vestaya zum Beispiel Kombination zu testen, die wir so eventuell nicht auf dem Schirm hatten. Gut, nicht lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns im nächsten Video oder im Stream. Bis dann, euer Farbstoff. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.